Vor langer Zeit, bevor die Menschen existierten. Nigoro präsentiert. Descending into this place, she came from the sky. One unto this world. Trapped alone, she cries. Let me return home to heaven. It is where I belong. Children, please help me. Children, send me back home. Children, for this reason you were born. That is the day that humanity was born. And when they angered her, they were destroyed. After 3 years, they were blah blah blah. Wir spielen La Mulana. Mein Name ist Slidy oder Mr. Random habe ich mich jetzt genannt oder Mr. Random. Ich renne ins Verderben. Ja, Mist, er rennt, weißt du? Schrecklicher Wortwitz, aber ist egal. Gut, ich habe mir aufgeschrieben, worum es in dem Spiel geht, was ich gerade dem Text entnommen habe. Es kam ein Hilfeschrei von La Mulana. La Mulana ist eine Ruine, in der, ich starte einfach mal schon mal, sobald ich weiß, wie das geht. Es geht so irgendwie. Letztendlich erreicht dich La Mulana. Das Abenteuer beginnt hier. Ich werde versuchen, teilweise was zu übersetzen, aber ich bezweifle, dass es nicht klappen wird. Und was haben wir denn hier? Was bist du denn überhaupt? Ein Kind. Wir haben ein Kind. Ich muss auf dem Kind rumtreten. Okay, es klappt. Was? Was? Willkommen. Du bist Professor Lemasa, stimmt's? Ich denke... Er! Was ist er? Ach so. Ich denke, ich weiß, wonach du suchst. Du suchst nach La Mulana, stimmt's? Ja, indirekt schon. Die Ruinen können erreicht werden runter bei dem Outskirts, also wenn du das Dorf verlässt, bla bla, da lang gehst und so. Ich weiß ungefähr, wo es lang geht, also. Dein Vater ging dort entlang, um die Ruine wiederzufinden oder so. Aber er kam nicht back für viele Tage. Seit vielen Tagen. Hm? Ja. Gutes Englisch. Wahnsinn. Gott, ich weiß nicht. Ich würde vermuten... was down and down about secret treasures. Heck. Even the origin of life itself may be hiding inside these ruins. Mein Englisch lässt grüßen. Ja gut, wird gleich zusammengefasst. Generation after generation, we've protected La Mulana. Ja, Generation für Generation haben wir La Mulana beschützt. Sogar als ich nicht wusste, was das für Geheimnisse birgt. Ich werde dich nicht aufhalten, die Ruinen zu betreten, aber du solltest über die Dings, Geheimnisse des La Mulanas. Vielleicht sollte ich erstmal lesen und ja, ich glaube, ich fasse das wirklich zusammen. Who knows what happens to you? Ja. Go and then come back out dead or alive. Anyway, I'll tell my people to open the entrance. Take weight with you too. Trage ein Gewicht mit dir? Was? Ach so, ja, okay. By the way, that
this one Nessie laptop. And it's made just for archaeological exploration. This is amazing, so thin and light. And of course, looks like it's made in Japan. I hear they make good games here too. Oh no, last thing. Unlike your father, you look like you need a hand. Take the software, I develop it myself. Myself? Myself. It looks, gets incoming emails from me. You can't reply, but I'll send you all sorts of tips. Let me see your laptop. Obtained. Xelput mailer. Okay. Here we go, it's installed. But don't forget, you gotta activate it from the software screen. And be sure to read all my emails. If I send you an email telling you to come back to the village well, then you best come back. Got it? Alrighty, you are all set now. Off you go. Okay, kurz gefasst. Er hat uns seine E-Mail-Adresse gegeben, damit wir in dieser gefährlichen Ruine nicht irgendwie sterben oder so, oder weißt du, ne? Also, wir betreten die gefährlichen Ruinen von La Mulana. Was machen wir da? Gut, also, wir suchen einerseits nach unserem Vater und andererseits möchten wir die Schätze von La Mulana entdecken. Kann ich rüber? Coole Sache. Und wir haben eine Peitsche. Der Typ, den wir hier spielen, das ist Indiana Jones. Nein, das ist nur ein Witz. Das ist, ja. Gut, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Lemesa Kusugi. Wir spielen Lemesa Kusugi. Wir sind auf der Suche nach unserem Vater Shorn Kusugi. Einerseits und andererseits möchten wir, also der ist halt in die Höhlen gegangen, hat der Opa uns ja gerade auch erzählt. Und seitdem ist er verschwunden. Und jetzt suchen wir diesen Vater und gleichzeitig auch die verborgenen Schätze. Denn wir sind ein Archäologie-Professor, der irgendwie Blödsinn macht. Er rennt hier durch und macht alles kaputt. Und was ist das hier? Kann ich mich daran... Oh nö, ach nö, ach Mann, oh, das ist jetzt blöd. Ich sterbe hier noch, ohne Witz. Aber egal. Jedenfalls... Was ist das denn? Okay. Lass mich in Ruhe. Braver Vogel! Oh gut, ich habe mich nicht von ihm treffen lassen. Ich nehme einfach mal das hier mit. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist auch völlig egal. So, wo geht's denn hier lang? In den Tod geht es. Es geht in den Tod. Wunderbar. Kann ich mich hier nicht irgendwie... Mach mal an. Oh, ich krieg Fallschaden oder was? Alles klar, wir kriegen Fallschaden. Sah zumindest gerade danach raus. Und, ich war gerade dabei zu erzählen, worum es in dem Spiel geht. Wir hatten in der alten Version, ich muss mal gucken, was jetzt hier eigentlich Stand der Dinge ist. Alles klar. Item. Mobile Super X. Ja, okay, wir haben hier ebenfalls ein MSX, weil ich kenne mich nur, also in der neuen Version, eigentlich Pause. Aber wenn wir Pause machen, essen wir, was war denn das? Curry, genau, Curry ist er. Das war eine Anspielung auf, irgendein Spiel. Und jetzt schläft er erstmal, weil er genug gegessen hat. Das ist so süß. So, egal. Jedenfalls. Ich bin schon wieder raus, was ich gerade sagen wollte. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt eigentlich hier hinten wollte, aber ist ja auch egal. Ich sollte auf jeden Fall ein Gewicht mitnehmen. Das habe ich eben gerade irgendwo gefunden, aber ist ja auch egal. Wir gehen jetzt einfach erstmal nach linke Seite und erkunden alles. Vogel. Störvogel. Und den nehmen wir auch noch. Oh, er wird aggressiv. Und da ist er weg. Alles klar. Besonders gefährlich scheinen die nicht zu sein. Die denken sich irgendwann, nee, lass mich nicht töten. Warte mal, das ist ein Schild. Können wir das denn lesen? Ich weiß nicht wie, aber ich würde sagen, das kann man eigentlich lesen. Vielleicht ist es auch nur ein Warnhinweis, dass hier jetzt irgendwie so ein fettes Ding ist. Aua. Was mache ich mit dir? Ich gehe einfach mal weg. Warte mal, ich versuche jetzt einfach mal in seine Augen zu schlagen. Okay, ich komme da gar nicht ran. Nee. Okay, das klingt so, als würde ich ihm keinen Schaden machen. Sicher bin ich mir da noch nicht, aber... Vielleicht brauche ich dafür irgendwie erst, ich weiß nicht, eine Handgranate oder so und... Wirft die auf seinen Kopf.
Legenden. Legenden has that Argus. Legend has that Argus. A monster with a blue body and yeah, that is covered in ice. Is weak against the serpent stuff. Alles klar, wir müssen. Also, Legenden haben über Argus ein. Warte mal, nochmal die Stimme anpassen. Legenden sprechen über Argus. Ein Monster mit blauem Körper und. Covered in ice. What the fuck? Was ist damit gemeint? Egal. Es ist schwach gegen Serpent Stuff. Alles klar, und ich kann nur rausgehen.